Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück. Heute ein Guide dazu, wie man am besten und am meisten CCs farmt. Ich bin selber Day One Spieler und ich hoffe, ich werde euch viel an Wissen mitgeben und euch hilfreich sein. Wir fangen direkt an, verschwenden keine Zeit. Die Story, ja, die Story mit der Story. Wir sind gerade bei Part 14 und Part 1 bisher hat, glaube ich, auch die Schwierigkeitsstufe schwer. Ne? Also ihr habt dann eine linke Seite und dann noch eine rechte Seite. Hier könnt ihr ungefähr 30.000 CCs haben, kann auch 35.000 CCs sein. Das sind auf jeden Fall sehr viele CCs. Das auf jeden Fall mitnehmen, denn wenn wir hier rüber zu den Missionen runtergehen, dann sehen wir hier bei recht spezial, ne, sehen wir dann auch hier 4.800 CCs, die man so farmen kann. Die letzten 300 CCs kann man, glaube ich, noch nicht farmen. Weil ja, wir haben, wie gesagt, wir haben da noch nicht so viel Story. Aber ja, das sind auf jeden Fall sehr viel CCs. Allein hier 4.800 durch die Story, so 30.000, dann bist du schon bei 35.000 knapp. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr viel CCs. Dann, natürlich hast du diesen Event-Tab. Hier kannst du ja auch CCs haben. Ihr werdet hier wahrscheinlich noch viel mehr haben als ich, ne, weil ihr neu seid, Beginner seid. Und ja, hier zum Beispiel gibt es Aufgaben, wenn ihr dieses Ganze erfüllt, gibt es auch CCs. Wenn es bestimmte Kampagnen gibt, wenn es wenn's Jubiläum ist oder das Legends Festival ist Richtung November. Und da gibt es auch so zahlreiche Events, wo ihr halt CCs farmen könnt. Und wie gesagt, macht die, weil es gibt hier bei Events, könnt ihr sehen, wo ist das? Genau, hier bei Empfohlen. Da gibt es zeitlich begrenzte Events auch, ja. Zum Beispiel hier die ganzen Free-to-Play-Charakter mitnehmen. Warum? Weil ihr könnt sie Soulboosten. Dazu komme ich noch gleich. Ne? Soulboosten auch sehr wichtig. Ihr könnt, nehmt alles an Free-to-Play-Charakteren mit, was ihr könnt. Hier auch bei Spezial wieder. Hier auch die Legend Sword-Charaktere. Ja, die sind outdated, die sind nicht gut im PvP oder so. Aber Soulboosten. Die kann man auch Zenkai Awakening. Das heißt Doppel-Seelenboost. Das heißt noch mehr CCs für euch. Und hier die ganzen Free-to-Play-Charaktere hier mit Goku und so weiter. Alles farmen, weil das ist alles auch free an CCs. Und wenn ihr die Seelen boostet, dann gibt es auch nochmal CCs. Wie gesagt, schaut, was demnächst abläuft. Wenn da steht, da ist noch 2 Tage übrig, beginnt natürlich damit. Holt euch die CCs, die Free-to-Play-Charaktere ab. Und ja, dann habt ihr hier, ja, Events. Sehr viel CCs auch. Sehr, sehr viel CCs. Hier, wenn ihr das Ganze abschließt und die Charaktere Zenkai Awakened, da gibt es 1000 CCs. 1000 CCs für Freezer, 1000 CCs für Ginyu, 1000 CCs für Vegeta, 1000 CCs für Nappa, 1000 CCs für Raditz. Das sind 5000 CCs. Ja, wenn ihr das Ganze abschießt. Wenn ihr zufällig das Spiel gestartet habt, jetzt, ne, viel später hat das Video jetzt erscheint und da ist noch ein Event, vielleicht ein neues Event oder so, ein Extrem-Senkai, sind auch nochmal 1000 CCs oder so. Ne? Und ihr habt, es gibt da noch einige Extrem-Senkais, die da noch sind, die jetzt hier nicht aufgelistet sind. Ich weiß nicht, ob sie für euch alle noch erscheinen, aber falls ja, macht sie, weil das sind alles 1000 CCs. Ja, 1000 CCs, 1000 CCs, 1000 CCs. Allein hier, was wir hier haben, sind 5000, mit der Story 30.000, mit den Story-Missionen sind das schon, ja, 40.000 knapp. Und ja, dann kommen wir natürlich zum Seelenboost. Ja, wenn ihr Charaktere habt, summoned, ich schreibe das Ganze mal auf Heroes als Beispiel. Ja, die ja ganz schlechtesten Charaktere quasi. Die sind einfach zu Seelenboosten, ne, zu boosten quasi. Und ich würde damit beginnen, die zu boosten, dann die Extremes, dann Sparkings und so weiter. Halt das, was du da zur Hand hast, zur Verfügung hast. Das gibt auch sehr viel CCs. Ich glaube, so 30 CCs im Durchschnitt für einen Charakter. Ja, das ist viel. Wenn du dann hier die ganzen Heroes hast, keine Ahnung, wie viel das sind, dann kommt bei 25 Charakteren, sind das, glaube ich, 1000 CCs. Ja, wir haben keine Ahnung, wie viel, 400, 500 Charaktere, also ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, aber halt, ne, 25 Charaktere sind 1000 CCs. Und wenn du sehr viele Charaktere hast und durch die ganzen Free-to-Play-Tickets und so weiter, keine Ahnung, 100 Charaktere zustande kriegst, da sind auch nochmal 4.000, 5.000 CCs. Das ist sehr viel. Dann bist du schon bei 45.000 nur durch Seelenboost. Und wir haben dann natürlich, es gibt so, wie gesagt, limitierte Events, so wie den Raid. Der kommt dann nur, wenn zum Beispiel ein neuer LF kommt, einmal im Monat, oder ein Ultra-Charakter kommt. Ja, da gibt es auch nochmal 1.000 CCs. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwer für Beginner. Und der Raid ist gerade jetzt auch nicht da. Die sind meistens nur so für eine Woche da. Da gibt es auch, wie gesagt, 1000 CCs, da braucht ihr auch eine Charaktere auf 14 Sterne am besten.
Weil wenn ihr Beginner seid, habt ihr auch nicht immer die neuesten Charaktere, weil leider die neuen Charaktere immer den größten Boost haben und den besten Damage Output haben. Und ja, machen wir weiter. So, natürlich gibt es hier diesen Battle Pass hier oben, könnt ihr sehen. Links ist, wenn ihr euch den kauft für 10 Euro, da kriegt ihr 1500 CCs. Und wenn ihr Free-to-Play das Ganze machen wollt, da gibt es drei Varianten. Ich habe die PvP-Variante genommen, weil es da mehr CCs gibt. Dann sind das Free-to-Play 500 CCs. Ja, das auf jeden Fall immer auswählen. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, was viele vielleicht vergessen zu machen, hier die Stempelkarte. Da kriegt ihr alle 2 Wochen 1000 CCs. Im Monat sind das dann 2000 CCs. Und wie gesagt, wenn ihr das hier macht und dann diesen Battle Pass macht, Battle Pass nicht vergessen, alle 2 Wochen 500 CCs, im Monat sind das 1000 CCs und hier 3000 CCs. Ja, wie gesagt, wenn ihr neu begonnen habt im Jubiläum, dann habt ihr den ganzen Monat Zeit, sehr viel CCs zu farmen. Falls ihr neu begonnen habt, Ende Mai, Anfang Mai ist Part 1, so gegen Ende Juni, so im 20. Bereich kommt Part 2 und im Juli kommt Part 3, also so war es bis jetzt üblich. Ich weiß nicht, ob sie das ändern. Falls ihr so in diesem Zeitraum seid, so habt ihr jetzt eine kleine Orientierung. Und ja, auch CCs, ihr müsst hier die täglichen Aufgaben machen, ja, die habe ich schon erledigt, das sind 5, 6 Aufgaben, könnt ihr easy machen. Ihr müsst entweder Koop spielen oder PvP spielen, ihr müsst zu einer Bonus-Stage gehen, 10 Energie ausgeben, ne, Abenteuer erneuern, das Ganze ganz easy auch. Nicht vergessen, ist auch sehr, sehr wichtig, ne, Stempelkarte, sehr. Wenn ihr einen Tag vergisst, eure tägliche Mission zu machen, das Ganze resettet sich. Das heißt, ihr seid jetzt zum Beispiel wie ich, morgen kriege ich ja meine 500 CCs. Wenn ich jetzt heute vergessen hätte, meine Dailies zu machen und ich logge mich morgen ein, bin ich wieder bei 1. Also das auf jeden Fall machen, nicht vergessen. Dann natürlich Turnier der Kraft, ja, das ist jetzt für Anfänger vielleicht schwer. Dazu werde ich natürlich auch einen Guide machen. Ich werde eine Playlist erstellen mit all den Guides für Neueinsteiger. Hier gibt es natürlich auch 1000 CCs, wenn du ganz oben dabei bist, ne? Da gibt es 1000 CCs, 300 für die Stage abschließen. Gehen wir auf Season Details hier. Wenn du eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hast, kriegst du CCs. Dann kriegst du deine Ranking CCs, ja. Und wenn du hier, zeige ich nochmal, die letzte Stage erreicht hast, gibt es auch nochmal 300 CCs, alle 2 Wochen, ja. Und das gleiche auch bei PvP. PvP ist natürlich, wie gesagt, die beiden Sachen hier sind ein bisschen schwieriger für Neueinsteiger. Wie gesagt, falls ihr PvP besser, sage ich, besser werden wollt, dazu mache ich auch ein Guide für TOP. Auch hier gibt es auch, wie ihr sehen könnt, auch viel CCs. Das ist jetzt gerade ein Double Event. Da gibt es jetzt nicht so viel CCs. Da sind so ungefähr 800 CCs für Top 10k. Aber wie gesagt, ja, was haben wir noch? Ich überlege, genau, Social Media Kampagnen über Twitter. Wenn ihr euch da über Twitter anmeldet und denen folgt, die machen immer so, wenn es ein Jubiläum gibt oder so, irgendwelche Kampagnen, machen sie so Events. Ne? Ihr müsst da so retweeten, Sachen teilen und euren Account verlinken. Dann gibt es da auch natürlich, mache ich mal so 100 CC, 200 CC, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt nicht so wichtig, ne? Weil da kommt ihr nicht so schnell an CCs ran. Wie gesagt, das nur so an Events und so weiter. Dann, wenn ihr hier hingeht auf genau Bandai Namco, ihr seht das ja, wenn ihr darauf geht und ein Bandai Account erstellt und euch den damit verlinkt, ne, dann kriegt ihr, glaube ich habe das schon Ewigkeiten her jetzt, ich glaube 200 CCs. Und wenn ihr natürlich euren Account so verlinkt, ist zwar bei mir jetzt schon 4, 5 Jahre her, aber ich bin mir sicher, das gibt auch noch mal 500 CCs, ja, das verlinkt also ganz schnell noch mal hier 700 CCs farmen. Ansonsten überlege ich gerade noch, ja, das wäre es eigentlich schon gewesen mit den ganzen Sachen. Wie gesagt, so schnell könnt ihr CC zahlen. Natürlich habt ihr auch noch die Austauschbörsen. Aber wie gesagt, hier, wenn ihr Koop spielt, ne, dreimal, dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, 300 CCs zu farmen, ne, Equipments upgraden und so weiter. Gibt auch ein bisschen CCs. Aber wie gesagt, das dauert so ein bisschen. So ganz schnell, wie gesagt, CCs, die zeitlich begrenzten Events, die ich alle am Anfang gezeigt habe, die auf jeden Fall machen. Dann kommt ihr ganz schnell in kurzer Zeit an ungefähr so 5000 CCs. Ne, ihr habt gerade gesehen, wie viel ich berechnet habe. Ja, das wäre es dann von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Ich wünsche euch, falls ihr das Video beim 5. Jubiläum seht, viel, viel Glück bei euren Summons. Ich mache natürlich, ne,
wie gesagt, ich werde noch jetzt die kommende Woche Guides-Videos raushauen, wo man sammeln sollte, wie man sammeln sollte. TOP-Guides, PvP-Guides, das alles kommt noch. Ich erstelle eine Playlist. Wie gesagt, falls ihr das Video dann danach seht und so, schaut in der Playlist vorbei. Und ja, bis dahin, bleibt gesund, macht es gut und ciao.